Hi und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video, einer neuen Folge Flashing Lines. Es wird fleißig tätowiert. Ich freue mich voll. Und zwar gibt es heute mal ein Underboob. Das heißt, hier so schön unter der Brust wird tätowiert. Und ich sag euch, das wird nicht ohne, weil das ist eine sehr, sehr schmerzhafte Stelle. Alle, die schon mal eins haben oder von einem gehört haben, der eins hat und davon hat berichtet, ist, es tut einfach echt mega weh. Wir machen ein florales Underboob. Bei der Josie, die kommt gleich wieder mal urzeitig. Es ist zwar schon hell, die Sonne scheint da draußen. Nice! Aber trotzdem noch urzhell. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, wie sie es aushält, weil ich glaube, sie hat bis jetzt nur ein relativ kleines. Und wir haben ein recht großes. Und Underboob ist halt keine so entspannte Stelle. Aber wir werden gleich sehen, was wir machen. Also bleibt dran! Da bin ich schon wieder! Sorry. Ich habe zu viel Cola getrunken. Ich bin voll drauf. Also, ich zeige euch erstmal das Underboob. Ich weiß noch nicht ganz genau, wegen dem Mitfilmen. Hier ist zu wenig Licht. Weil es ist natürlich so, dass es unter der Brust ist und dementsprechend möchte ich jetzt auch nicht, dass sie sich unwohl fühlt wegen Brüste und Co. Sie meint zwar, es ist kein Problem, wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, wie gut ich das mitfilmen kann, weil das Underboob, jeder, der vielleicht auch selber tätowiert, weiß, dass Bauch und Co. nicht ganz so leicht ist. Die Haut ist ein bisschen anders, plus man atmet ja die ganze Zeit, dementsprechend bewegt sich die Fläche, die man tätowiert, auch. Und mit Reden und Lachen und Husten ist oft schwierig, weil dann vibriert ja alles. Und ich mache ja Feinlining, ich arbeite. Jedenfalls habe ich mir vorgestellt, dass ich wieder eine Dreier nehme für die normalen Außenlinien und eine Einer am Bauch. Puh, das wird eine Challenge, aber das kriegen wir locker hin. Leute, ich sehe es selber, ich habe zwischen meinen Augen noch den fetten Punkt vom Abdeckstift, den ich nicht verblendet habe. Sieht schön bescheuert aus, habe ich auch null gescheckt an den Tag, aber ich bin manchmal so ein bisschen dusselig. Ich lasse es jetzt so, da fällt nichts ab vom Video, außer dass es bescheuert aussieht. Steht gerade vor dem Fenster so eine Frau, die mich beobachtet. Ja, okay. Kriegen wir locker hin. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin gespannt, wie sie es aushält. Auf jeden Fall ist das eine super schöne Sache. Ich finde das immer ganz geil, wenn dann so aus Bikini, Crop-Tops oder Co. Also hier so noch von hinten was rausguckt. Also ich finde es optisch sehr gut. Ich habe auch schon lange überlegt, aber ich habe ja nochmal meine Baustellen am Arm. Und nach den Arm bekomme ich den ganzen Rücken, hoffe ich das zumindest. Und danach, wenn das irgendwann mal fertig ist, weil das wird ja eine ganze Weile dauern, gucke ich mal, wie viel Bock ich noch habe und was denn noch alles zu soll. Na gut, Mutti ruft und gerade so bei mir angehalten. Und ich glaube, die Josie ist ein Ticken schmaler wie ich, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe. Aber ich zeige euch jetzt das erste Mal das Motiv. Es ist so Blümchen links und rechts mit so ein paar Ketten dran. Das wird's werden und das basteln wir dann so die Richtung hin. Ich freue mich, mal gucken, wenn sie da ist. Beim Auftragen werde ich nicht unbedingt filmen, weil da muss sie meistens komplett ohne BH und meistens auch recht oberkörperfrei. Danach werden wir irgendwas drüber tun und dann kann ich vielleicht mitfilmen, weil wie gesagt, ich möchte nicht, wenn hier jemand gefilmt wird, dass er sich unwohl fühlt, weil ich würde jetzt auch nicht wollen, dass meine Brüste da nackig irgendwo zu sehen sind. Plus, ich weiß gar nicht, ob man das darf oder ob man dann eine von der gekriegt. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir es filmen. Ich hoffe, ich kann wenigstens ein paar Aufnahmen gut einfangen. Das werdet ihr wahrscheinlich im Anschluss gleich sehen. So, ich habe schon vorbereitet und habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit und werde jetzt noch vielleicht Bestellung fertig machen. Ich bestelle, ich weiß gar nicht, in welchem Zyklus, das kann ich gar nicht sagen. Mal brauche ich nur eine Kleinigkeit, mal brauche ich recht viel. Ich brauche auf jeden Fall ein paar frische Nadeln wieder. Ich benutze ja doch schon recht viele, habe ja oftmals viele kleine Sachen. Also muss ich bestellen. Und ich muss bei Amazon unbedingt gelbe Säcke bestellen. Die Leute denken auch, wieso gelbe Säcke? Ja klar, du kriegst alle paar Wochen mal so eine kacke Rolle. Aber ich habe so viel Müll, die reicht von hinten nicht. Und die ist meistens so dünn, ich bestelle meistens welche, die sind Ticken dicker. Wer kennt's nicht, ne? Dieser Kacksack. Wie oft reißt der denn bitte? Und da muss ich noch gelbe Säcke bestellen. Und ein bisschen reine Machtzeug und Küchenrolle. Ja. Also noch ein bisschen was machen. Und dann warte ich auf die Josie und dann geht es loser. So, richtige Dummy-Aufgabe. Ich habe jetzt noch zwei Pakete. Und wenn die Leute denken, oh, zwei Pakete sind voll viel, Arschlecken, ne? Das reicht hier nicht lange. Ich zupfe immer alles vor. Ich bin immer froh, dass es solche Sparblätter sind, ne? Dass ich die in einer relativ kleinen Größe habe. So eine richtige Dummy-Aufgabe, die macht oft Marco. Aber der hatte die letzten Tage so ultra viel Stress auf Arbeit und keine Zeit, hier vorbeizuschneiden. Dementsprechend
muss ich jetzt selber machen, damit ich dann die nächsten Tage immer Nachschub habe. Weil die nächsten Tage sind bei mir echt voll geknallt und klar, das dauert jetzt keine 3000 Stunden, die Dinger klein zu rupfen. Aber trotzdem muss es gemacht werden und ich mag es gerne gut vorbereitet zu sein, dass dann nicht lange rumgeeiert wird, wenn die Kunden da sind. Das geht mir nicht total auf den Keks. Keine Ahnung, wie so einen kleinen Stock im Arsch bei sowas. Ja, und dann, wenn ich weiß, ich habe hier noch 2 Pakete, muss ich das unbedingt, was ich gerade schon gesagt habe, bestellen. Klar, denken Sie, wieso bestellst du den Schnulli? Das habe ich auch immer gekauft, ne, in der Drogerie, meistens. Aber jetzt komme ich mir mal richtig blöd vor, wenn du so 2, 3, 4 Pakete Küchenrolle mitnimmst, weil die Leute denken dann wieder, oh mein Gott, sie denkt, die Welt geht unter, Corona und so. Wieso nimmt die so viel mit? Darf man überhaupt so viel mitnehmen? Also während des letzten Jahres wurde auf jeden Fall schon bei 2 Paketen ultra schräg angeklotzt, selbst wenn es wieder erlaubt war, mehr wie ein Paket Küchenrolle zu kaufen. Dementsprechend bestelle ich mir immer, ich weiß gar nicht, wie viele Pakete da kommen, 8 oder so. Reicht auf jeden Fall eine ganze Weile. Ich muss es nicht hertragen. Lustigerweise bestelle ich sehr viel. Das heißt, ich bestelle Küchenrolle, Reinigungsgedöns. Also ich brauche auf jeden Fall Klopapier nicht. Das habe ich noch ultra viel da. Aber vielleicht so Klostein und so ein Schnulli. Getränke liefere ich hierher. Der Amazon-Bote wird auch denken, Alter, was soll ich denn hier noch hinschleppen, ne? Ja, eigentlich alles, was ich so benötige. Ist aber auch praktisch. Habe ich nämlich gleich eine Rechnung. Meine Buchhaltung, ne, direkt ausgestellt aufs Tattoo-Studio, bin nämlich jetzt, nur keine Werbung machen für Amazon, Achtung, keine bezahlte Werbung bei Amazon Business, und da wird mir immer eine ganz brave Rechnung ausgestellt, also richtig gut. Ist auf jeden Fall relativ einfach für mich dann die Rechnung zu bekommen, weil sonst laufe ich einer Rechnung manchmal echt lange hinterher. Nervig! Egal, ich zupfe jetzt hier einfach mal eine Triadinger Küchenrolle und fühle mich dann gut vorbereitet. Hoffe, mich dann gut vorbereitet zu fühlen. Auf Josie sowieso, ist hinten alles schon fertig. An der Boob. Ich muss sagen, ich steche sehr gern an der Boob, aber es ist wirklich tricky, weil meistens ist es auf beiden Seiten, soll es ja sehr ähnlich bis gleich sein. Also kommt an, was man macht. Bei ihr ist jetzt so, dass die Mittelblume natürlich nicht an allen Ecken gleich ist. Klar, wie soll es auch gehen? Aber links und rechts die kleinen Blumen schon. Ist aber okay. Hast du zum Beispiel so ein Mandala, was jetzt an beiden Seiten so gleich ist? Das ist echt tricky, weil es ist auch so, manchmal ist die eine Brust größer, manchmal ist die andere Brust kleiner. Manche haben auch irgendwie nicht an beiden Seiten. Es sieht nicht immer gleich aus. Und ich bin ja auch kein Drucker. Und meine Kundin ist kein gerades Blatt Papier. Dementsprechend gebe ich mir natürlich immer sehr viel Mühe, gerade beim Underbuch, ne? Dass es wirklich, das Ding ist wirklich, ich sage zu 90%, sehr gleich ist. Das sind immer so ein paar Sachen, ist halt auch eine Handarbeit, muss man immer bedenken. Und ich wette, selbst die besten Künstler haben hier und da einen kleinen Schlenkerli drin. Aber ich bin guter Dinge, die letzten Underboobs, die ich gestochen habe, da war ich sehr zufrieden. Und sie auch, sonst hätte sie sich nicht bei mir gemeldet. Und sie wünscht sich das schon ganz lange. Ich freue mich schon. Was ich sagen wollte, Mandala ist viel, viel schwieriger. Viel schwieriger. Da muss man echt, allgemein Mandala muss man sehr konzentriert arbeiten, weil das sich ja immer wiederholt und es muss immer sehr, sehr gleich aussehen. Und wenn man das einen Ticken verkackt, sieht das voll kacke aus. Wollen wir nicht, ist nicht, gibt's nicht. Heute gibt's Blumen, das geht. Aber die müssen dann halt auch ähnlich schattiert sein auf beiden Seiten. Ähnlich, also am besten gleich schattiert sein, was auch schwierig ist. Aber ich habe Bock drauf, ich mag Herausforderungen und ich glaube, es wird sehr nice aussehen. Beziehungsweise ich hoffe, dass es sehr nice aussehen wird. Ich bin aber guter Dinge und hoffe nur, dass sie nicht so leidet, weil wie gesagt, Bauch, das ist echt, wow, das ist echt, ich habe da noch nicht mal was, aber ich sehe direkt zu von meinen Kunden und ich würde sagen, was ist neben Armbeuge, Ellenbogen, Knie, Kehle oder vielleicht Hals oder Hintern mit zu einem auch der schlimmsten Stellen. Gut, Brust direkt ist auch nicht lustig, gar nicht lustig. Mache ich bei Frauen sehr, sehr selten, bei den Männern doch schon öfter. Aber ich habe nicht so viele Männer, ich habe mehr Frauen, ich mache ja mehr so Blümchen und Mandala-Gedönsen. Mein Handy, jo. Und da bekomme ich selten männliche Anfragen, weil das alles denen zu fein ist, aber nicht schlimm. Ich habe ganz, ganz viele Frauen. Zum Beispiel die Woche. 2 Männer. Ist nicht viel, ne? Und der Rest sind alles komplette Frauen. Und die beiden, einer halt war gestern, der Philipp. Da habe ich auch schon mitgefilmt, das werdet ihr dann auch sehen. Und habe ich schon gesehen, ich weiß nicht, wann es rauskommt, weil da filme ich 2 Termine mit. Und einmal bekommt nur was Kleines und alles andere sind Frauen. Es gibt Wochen, da habe ich nur Frauen. Aber wie gesagt, dieser ganze Mandala-Gedöns zieht halt auch mehr Frauen an. So, ich höre jetzt auf, euch dicht zu labern.
und zupfe mal wenigstens meine beiden Pakete hier noch zu Ende, damit ich wieder Nachschub habe. So, ihr seht mich jetzt wieder beim Timelap. Ihr habt vorher den Stencil gesehen, den wir aufgetragen haben. Saß auch gleich beim ersten Ruck richtig gut. Und wie schon vorhin gesagt, beim Underbook muss man immer relativ bis sehr vorsichtig und sachte arbeiten. Die Haut verhält sich ein wenig anders wie jetzt zum Arm oder dergleichen. Plus die Kundin atmet ja auch die ganze Zeit mit. Hier hat meine Kundin das richtig gut gemacht, hat sie sehr, sehr gut gemacht, weil diese dünnen Nadeln, das erzähle ich auch sehr oft, aber ich wiederhole es hier wieder nochmal, verzeihen so gut wie keine Ruckler. Das muss immer alles sehr exakt gearbeitet sein. Und am Bauch, also wie gesagt, da kann ich immer, arbeite ich oder lässt sich leider nur deutlich in meinem Fall jedenfalls langsamer arbeiten wie jetzt am Arm und Co. Ist nicht ganz genau das gleiche wie Arm oder Oberschenkel. Ein bisschen schwieriger. Jeder Tätowierer weiß, von was ich spreche, der schon mal so einen Underbub gestochen hat. Und man muss auch betonen, es ist eine super schmerzhafte Stelle. In dem Fall, ihr seht mich hier, ich habe rechts angefangen und habe dann schon die Seite fertig schattiert. Schattiere jetzt auch fleißig schon ein bisschen was in der Mitte. Und dann habe ich einmal die Liege gedreht, die Kamera gewechselt, alles einmal umgedreht und die andere Seite angefangen mit erst alle Linien und dann auch weiter schattiert. Es ist wieder alles mit, auch wie auch schon angekündigt, einer sehr dünnen Dreier- und einer Einernadel und einer Stippling-Schattierung ganz sachte gemacht, sehr zart. Und genau, dann kommt auch schon die andere Seite dran und gebraucht haben wir, glaube ich, so, ich bin mir gar nicht mehr sicher, waren es 3 plus minus Stunden, irgendwie sowas, 3, 3,5, irgendwie so die Drehe haben wir gebraucht. Sieht am Schluss richtig gut aus, Ergebnis kommt sofort. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. Watch me walk away, putting myself. So, wir haben es geschafft. Die Josie ist gerade raus. Ich bin hier am Drazen. Irgendwie bin ich besser, sonst ist mein Kopf immer weg. Sie hat super gemacht, super gemacht. Da war kein Gejammer, kein Nichts. Ich glaube, wir haben gebraucht gute 3 Stunden irgendwie. Wie gesagt, lässt sich an der Bub immer einen Ticken langsamer tätowieren, aber richtig schön. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich hoffe, euch auch da draußen. Aber ich mag hier so ein Blümchengedöns, ein typisch Mädchenkram halt. Irgendwie bin ich die Kamera so niedrig. Ich muss mich ein bisschen runterbeugen. Na gut, egal. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich liebe ja Feinlining und Blumen sowieso. Und dementsprechend, mir gefällt es so gut. Sie war auch richtig, richtig happy, richtig glücklich. Und das ist auch immer das Ziel, dass man die Leute happy macht. Deswegen liebe ich meinen Job so. Ja, schreibt gerne, was ihr davon haltet. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne rein. Gerade vielleicht zum Underbub an sich. So oft kann ich das wahrscheinlich nicht mitfilmen, weil es immer nicht ganz so die beste Position ist. Ich weiß, auch schon beim Filmen ist mir aufgefallen, dass es nicht die coolsten Bilder insgesamt waren. Ich hoffe trotzdem, dass euch das gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und bleibt gerne dran, um zu wissen, was ich dann bald wieder tätowiere und noch so erlebe. Dann abonniert gerne den Kanal. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Macht euch da draußen noch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns ganz bald wieder zum Tätowieren. Bis dann!